Luis Omar Djananovic. Schön, dass du hier bist. Du kommst aus Gutow. Ja. Wo genau liegt denn Gutow? Wenn man weiß, wo Rostock und Güstrow liegt, dann weiß man auch, wo Gutow liegt. Das liegt da ganz in der Nähe. Ja, okay. Wie groß ist Gutow? Wie viele Einwohner? Also wenigstens kleiner als Berlin, aber die ganze Gemeinde hat über 900 Einwohner. Also, ja. Fast wie Berlin. Fast wie Berlin, genau. Also wie Berlin-Mitte in jedem Fall. Ja. Was wirst du uns heute vorlesen? Ich lese eine Textstelle aus dem Buch Der Zufall kann mich mal vor. Da geht es um einen 14-jährigen Tim, der sein Leben besteht nur aus Zufällen. Zum Beispiel, dass er sich bei einem Fahrradunfall ein Hinkebein geholt hat und alle ihn Ahab nennen von Moby Dick. Oder dass von einem Freund die Mutter die Familie verlässt und der Vater zur Flasche greift und Alkoholiker wird. Und ich lese aus einer Stelle vor, wo die ganze gesamte Klasse mit der Mathematiklehrerin, die hier Mamar genannt wird, im Zoo ist, vom Bärengehege steht. Und ja, der Bär Yoshi heißt er. Und da lese ich was, ja, was vor. Mhm, das werden wir gleich hören. Nur noch kurz gefragt, ist das auch so ein Stück weit dein Lebensmotto? Ist das der Lieblingstitel, den du dir hier ausgesucht hast? Naja, der Zufall kann mich mal. Kann man so sagen, ja. Aha, also sind wir doppelt gespannt. Aus Mecklenburg-Vorpommern für euch Luis Omar Djananovic. Passt mal auf, hat sie in die Runde gerufen. Mit Bären kenne ich mich aus. Und dann hat sie angefangen, die unmöglichsten Faxen in Yoshis Richtung zu machen. So mit Händen in der Luft rumfuchteln und Kopf wackeln und Plock-Plock-Geräusche mit der Zunge, die wahrscheinlich Bärenlaute sein sollten. Aber wenn ich mich mit Bären vielleicht auch nicht so gut auskenne, von einem, der Plock-Plock macht, habe ich noch nie gehört. Naja, egal. Yoshi hat jedenfalls weiter ziemlich unbeeindruckt in seiner Ecke gelegen. So lange, bis Mama ihre letzte Waffe ins Feld geführt hat. Und da ist auf einmal doch noch Leben in ihn gekommen. Mama hat gesungen. Nein, nicht gesungen. Mama hat Töne gemacht. Hohe Fiepstöne, die fast schon in den Ohren wehgetan haben. Und die ganz bestimmt genauso wenig Bärensprache gewesen sind wie ihr Plock-Plock. Aber Yoshi hat auf einmal seinen Kopf gehoben. Und es hat nicht lange gedauert. Und er ist aufgestanden und auf sie zugetapst. Ja, Yoshi hat sich tatsächlich mal, zum ersten Mal seit 100 Jahren nennenswert bewegt. Und das, weil eine hässliche, übergewichtige und fast immer schlecht gelaunte Mathematiklehrerin auf einmal hohe Fiepstöne macht. Mama ist völlig aus dem Häuschen gewesen und hat gerade vor Begeisterung wie wild in die Hände geklatscht, als Yoshi sich plötzlich direkt vor ihr auf seinen Hinterfüßen aufgerichtet hat. Gerade so, als wolle er Mama ganz nahe sein. Und da wollte Mama mit einem Mal auch Yoshi ganz nahe sein und hat sich nach vorne über die Brüstung gebeugt und die Hände nach ihm ausgestreckt. Und im selben Moment hat sie das Gleichgewicht verloren. Gut möglich, dass schon der Sturz Kopf voran in die Betongrube tödlich für sie gewesen wäre. Und wenn nicht, hätte Yoshi sicher nicht Nein gesagt zu so einem Festtagsbraten, der ihm da frisch vor die Füße fällt. Ist der Abend eben nicht. Eben, weil Remo da gewesen ist. Und ich weiß nicht genau wie, aber er hat Mama in letzter Sekunde mit der Hand am Hosenbund erwischt und sich dann voll mit den Beinen gegen die Mauer gestemmt. Sofort haben Herr Behrens und ein paar andere mit angepackt und mit vereinten Kräften haben sie Mama schließlich zurück auf die Beine gezogen. Auch wenn sie sich da nicht lange gehalten hat und kreidebleich in sich zusammengesackt ist. Wie ein Häufchen Elend hat sie gegen die Mauer gelehnt dagesessen und Danke in Herrn Behrens Richtung gestammelt. Aber der hat nur mit dem Kopf geschüttelt und auf Remo gedeutet. Und da ist Mama noch ein bisschen bleicher geworden. Bedanken Sie sich bei Remo, hat Herr Behrens gesagt. Ohne ihn legen Sie jetzt da unten. Und da hat Mama nochmal Danke gesagt. Vielleicht ein bisschen leiser als vorher, aber immerhin eindeutig in Remos Richtung. War mir eine Ehre, hat er geantwortet. Luis Omar Djananovic. Dankeschön. Na, bleib ruhig noch sitzen. Tom, was ist dir aufgefallen?
Also, du hast sehr schön mit den Wörtern auch gespielt, du hast manche Wörter mehr betont, du hast richtig schön mit dem Publikum mitgespielt. Und du hast da richtig schon das Publikum in deinen Bann reingerissen und das war wirklich sehr, sehr gut. Lässt du dich jetzt von den Reaktionen des Publikums bei deinem Urteil auch beeinflussen? Würde mich mal interessieren, Tom. Ja, also auf jeden Fall. Es kommt schon drauf an. Jetzt sind ja hier, das Publikum ist ja ganz verschieden. Und deswegen, man muss ja natürlich immer auch gucken, dass es beim Publikum gut ankommt. Weil ansonsten merkt man ja, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Aber du hast eingangs auch gesagt, man soll sich trotzdem nicht verstellen. Vielen Dank an dieser Stelle, Oma. Du warst der Letzte hier in dieser Runde. Einen großen Applaus nochmal für unsere Gruppe. Und ihr acht dürft euch jetzt erstmal...